Es ist eine nicht selbstverständliche Freundschaft, die Polen und Deutschland bis heute verbindet. In der derzeitigen Ausstellung Polen und deutsche Geschichten eines Dialogs im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages wird nun das dichte Netz kultureller und wirtschaftlicher Kontakte in den vergangenen 25 Jahren beleuchtet. Es war nicht notwendigerweise die einfachste Zeit in den deutsch-polnischen Beziehungen. Jedenfalls nicht immer. Aber man wird schwerlich eine bessere Zeit von 25 Jahren in tausendjähriger Nachbarschaft finden können als dieses gerade einmal Vierteljahrhundert, das wir seit der Verabschiedung dieses Vertrages hinter uns gebracht haben. Der 1991 unterzeichnete Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit markiert den Anfang der zweisprachigen Ausstellung. Im Verlauf wird deutlich, dass diesem zarten Beginn eines Dialoges Misstrauen, Feindschaft, Krieg und Vertreibung vorausgingen. Die Ausstellung zeigt, dass die deutsch-polnische Versöhnung anders als die deutsch-französische Versöhnung nicht Ergebnis von Spitzenpolitiker ist, sondern Ergebnis der Zivilgesellschaften, die Mut hatten, in eigenen Gesellschaften gegen Strom zu schwimmen und zu sagen, eigentlich ein Dialog mit unserem Nachbar ist wichtig. Genau diese behutsame deutsch-polnische Kommunikation hat die Länder nach ihrer Feindschaft wieder Stück für Stück einander näher gebracht. Sei es der Brief der polnischen Bischöfe, in dem sie um Vergebung bitten, das deutsche Schuldeingeständnis durch Willy Brandt in Warschau oder die Versöhnungsgeste von Altkanzler Helmut Kohl mit dem polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki im Jahre 1991. Die Frage der Authentizität, der Ehrlichkeit des Dialogs, aber auch sich als tatsächliche Partner in internationalen Politik wahrzunehmen. Damit haben wir noch Schwierigkeiten. Also sowohl Polen hat manchmal Angst vor allzu großem Deutschland und Deutschland sieht nicht immer oder nimmt es nicht immer wahr, dass Polen auch nicht mehr dieses arme, im Osten liegende Land ist. Es geht in der Ausstellung Polen und Deutsche auch um die Botschaft, die gegenseitige Akzeptanz weiter auszubauen. Es wird deutlich, dass sich der Mut zur Versöhnung gelohnt hat, vielmehr noch, dass sich Chancen für einen größeren Weg offenbaren. Das, was zwischen Deutschland und Polen gelingt, hat nicht nur Bedeutung für die beiden Länder, sondern hat gleich darüber hinaus eine europäische Dimension. Die Ausstellung Polen und Deutsche – Geschichten eines Dialogs ist noch bis zum 17. Juni 2016 im Paul-Löbe-Haus zu sehen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de.